In diesem Video zeige ich dir, wo du die Fingerinsignie bekommst. Du reist einfach zu der Tafel der Gnade. Falls du diese noch nicht freigeschaltet hast, dann schau dir dieses Video an. Dort erkläre ich, wie du sie bekommst. Dann kommst du hier raus, gehst hier nach links, dann nochmal nach rechts und zu diesem Händler. Dann gehst du auf Kaufen und hier ist die Fingerinsignie. Du siehst auch hier, dass ich Scherben kaufen kann. In diesem Video, was ich dir hier jetzt einblende, erfährst du, wie du sie freischaltest. Später kannst du auch noch andere Stufen der Scherben kaufen, also 3, 4, 5. Das zeige ich dir dann aber in den nächsten Videos. Wenn du jetzt dann hier zurückgehst, kannst du zu diesem Typen und bei dem kannst du hier auch Anrufungen kaufen. Nun zeige ich dir, wie du diese ausrüstest. Du gehst an einen Ort der Gnade, dann auf Zauber lernen, suchst dir einen Slot aus und dann die Anrufung. Hier zum Beispiel Heilung. Du hast auch Giftwiderstände, Magiewiderstände, Feuerwiderstand und vieles mehr. Hier siehst du auch eine Drachenanrufung, das sind spezielle Anrufungen. Schau dir dieses Video dazu an. Dort erkläre ich, wie du Drachenanrufungen bekommst. Nun gehst du auf Ausrüsten und rüstest deine Fingerinsignie aus. Solltest du auch das Siegel der Drachenkommunion aus dem letzten Video haben, kannst du mit diesem ebenfalls deine Anrufungen wirken. Hier mache ich es dir vor, einmal mit der Fingerinsignie, einfach L1, zack. Wir können auch oben einfach mal so eine Drachenanrufung wählen. Dann nehmen wir unser Siegel der Drachenkommunion, wirken mal das Drachenfeuer. Und jetzt zeige ich dir, dass du auch mit dem Siegel der Drachenkommunion Anrufungen wirken kannst. Hier der Beweis. Der Unterschied ist halt, dass beim Siegel der Drachenkommunion du eine Verstärkung für Drachenkommunionsanrufungen hast. Das siehst du hier unten bei passiven Effekten. Bei der Fingerinsignie hast du keinerlei Effekte. Außerdem gibt es auch das Siegel des Gottestöters. Dieses verstärkt hier Anrufungen der Götterskalpen. Zu diesem Thema werde ich in Zukunft noch Videos machen. Abonnier unbedingt den Kanal, dann wirst du nichts verpassen. Wir werden über 1000 Videos zu Elden Ring produzieren. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit deinem Magier und wir sehen uns in weiteren Videos.